God, I'm glad that you're here. Me too, Rachel. It really hurts. Shh. The pain will pass. Chloe's here. You want me to stay? No. I'll be okay. Thanks, Dad. I'll come back in a little while. My guardian angel. How are you? Not great. Better with you here. Rachel, I'm sorry. What? What for? You're here because of me. Because I choked back there in the junkyard. What? Shut up. You were so fierce and I just froze. God, I fucked it up. And I'm so sorry. And you saved my life. You saved my life. I almost lost you. I can't believe I almost... You're not getting rid of me that easy. Good. Happy that your dad's here. I mean, I'm still mad at him for everything he's done. But it felt so good to lean on him. He's my dad, you know? I felt completely safe. Like on Mount Hood. Would you do something for me? Anything. Sarah. My mom. It's so weird to say. I'm not even sure what she is, honestly. But I think I still want to meet her. Das hatte ich gehofft. I figured you would. I don't even know if she's still in Arcadia Bay. But if she is, will you find her, please? You really want this. Don't you? I do, Chloe. I really do. Then, of course. Whatever it takes. I bet my dad has her number. Maybe in his office. Our house key's just under the mat. The code is 0722. To your dad's office? 0722. Yeah. My birthday. I'll find her, Rachel. And then I'll tell her how fucking cool you are. Thank you, Chloe, for everything. I
brechen wir jetzt in das Büro des Staatsanwalts ein. Ja. Wen haben wir denn hier? Hey, Elliot. Hey! Wait. Your hair, it's different. Yeah. Yeah. I like it. It's nice. I like your shirt, too. You never told me you were into cars. Guess you don't know everything about me. Nice balloon, I guess. Yeah, it's for Drew. Were you just in there? I'm actually here for Rachel. What? Rachel's here? What happened? Yeah. I think she's keeping that private for now. She's okay, though. Well, that's good. God, I guess I'll stop by after I see Drew. She probably wants privacy. Oh. Right, of course. Are you two in some kind of trouble? You can tell me if you are, you know. I won't judge. Jetzt haben wir die Grüße von Steph nicht ausgerichtet. Ach, was soll's. Das war die erste Option. Ich wollte nicht als allererstes reingehen und als erste Amtshandlung dort im Gespräch als allererstes sagen, Steph lässt dich grüßen. Das war mir ein bisschen. Ich hatte gehofft, dass das später nochmal auftaucht, dass man da irgendwie als zweite Option dann nochmal, dass man hinterher dann nochmal sagen kann. Ich wollte halt erstmal fragen, wie es ihr geht. Ich wollte halt nicht, kommst du rein als erstes, Steph lässt dich grüßen. Verstehst du? Versteht er, was ich meine? I'll make sure to keep you posted. Right now, I'm here to take care of Rachel. Chloe! I'm seriously worried about you. Well, don't be. I mean, you're hanging out with Rachel Amber a lot lately, right? So what? So, obviously, something is going on. Der Typ ist sowas von, der ist also, das ist ein Beispiel, das ist ein Beispielsbild für die Fanzone. Das ist, der hängt sowas von in der Fanzone drin. Das ist, oh Mann. It's really. Das ist so offensichtlich, really, dass die nicht. Business, Elliot. Okay. Bin mir sicher, wir könnten auch mit ihm. Just remember, I'm here, okay? If you suddenly need something. Thanks. Wenn wir gewisse Entscheidungen anders getroffen hätten, hätten wir auch mit ihm befreundet sein können. See you around. Ja. See you around, Chloe. Er ist so friendzoned. Ein Katalogbeispiel für friendzoned. Ein Dude neben Friendzone kommt dann gleich, das ist ein hübsches Bild von ihm. Als Erklärung.
Hello? Okay. Sein Büro. Wenn wir uns ertappt sagen, aber das ist das Geburtsdatum falsch. Und natürlich weiß das Geburtsdatum von Rachel. Okay, ich habe schon das SMS gehört. Search this office for any communication with Sarah that can help me find her. Oh, okay. Phantomvibrierung. Das klingt gerade ein bisschen so. Arcadia Bay's least wanted. Verbrechensbericht. Oha, Polizeibehörde Arcadia Bay, Anzeigenerstattung, Klagenummer 3888. Arte Klage, Tätigkeit. Zuständiger Beamter, Sergeant Alex Keller. Amtszeichennummer 521. Name Damon Merrick, Alter 31. Geschlecht männlich, Größe 1,83, Gewicht 82 Kilo, von braun, Augenfarbe braun. Ethnische Zugehörigkeit angekürzt, kaukasisch, spanisch, afroamerikanisch, amerikanischer, Ureinwohner, asiatisch. Umgenannte Person wird beschuldigt wie folgt. Art des Vergehens, schwere Körperverletzung mit tödlicher Waffe. Zeit 22.15 Uhr, Datum des Vorgehens 12.04.2010. Ort des Vorfalls Tumnus Sägewerk. Bezirk 205. Anschuldigungen nach einer verbalen Auseinandersetzung mit dem Opfer schwang Merrick in Schürhaken und schlug dem Opfer damit mehrmals auf den Kopf, bevor er vom Tatort floh. Merricks Handschuhe wurden gesichert, als Beweis eingereicht. Ein Notruf wurde um 22.21 Uhr genommen und ein Beamter erreichte den Tatort mit Sanitätern um 22.38 Uhr. Das Opfer wurde ins Krankenhaus transportiert. Ein Beobachter, der um Anonymität bat, gab an, dass der Angreifer Damon Merrick war. Aha. In der Schublade. Jetzt gibt es hier wieder Aktendurchwühlung. Na toll. Bin ich scharf auf Aktenwühlen. What do we have here? Ziemlich viel. I should check the computer or some of those files laying around. Ja, vielleicht sind sie schon digitalisiert worden, dann müssen wir hier nicht. Dann müssen wir hier nicht im Papier rumwühlen. Das wäre schon nicht schlecht. Ein Schneekugel. L.A. It's the big one. Aha. Ein Akte. James has a file on Frank. I'd love to read this, but I've got to focus on finding Rachel's mom. Alles klar. Vaterpreis. Best dad. That stuff is all politics anyway. Oops. Ist doch was im Sockel oder was? USB-Stick. Ja, das ist eigentlich die Größe von USB-Stick. Der passt, dort passt. Würde ich einen USB-Stick vermuten. Sweet. Oh, und Schlüssel. Ja, das kann auch sein. Now to find the secret lock. Oha, Mikey. Ich muss das immer hier erstmal ausschreiben lassen, bevor ich das lesen kann. Bevor er mich scrollen lässt.
wie die meisten Helden. Hey Chloe, danke für deinen Besuch. Du sagst viel Glück da draußen. Danke ihm auch viel Glück. Chloe? Ja. Du bist stärker als alles. Hoffentlich. Okay, das ist eine abgeschlossene Schublade. Wie wir wohl da rankommen? Sheldon. Why do I feel like I've heard that name before? Zu viel Fernsehserien geguckt. I guess getting your ass kissed comes with the DA territory. Verdienstabzeichnung verliehen an James Amber. In Würdigung ihrer Integrität, Ehrlichkeit und Hingabe für die faire und ethische Ausübung der Justiz. Ja. More sherry. Dann lassen wir Beweise, dass wir hier waren. Genau richtig. Im Büro des Staatsanwalts. Clevere Idee. More sherry. Hinterlassen wir Beweise. Welcome to Shadyville. Na dann, schauen wir mal nach. Aha. Klingt leicht. Oha. Ein kleiner Zettel und noch was anderes, ein Handy. To know who James is talking to on the secret phone of his. It could be about Sarah. Unbekannt. Oha. Das heißt, du kannst mir mit meinen Problemen helfen. Grenzen werden überschritten. Wie reden wir? Ich rufe heute Abend an. Ich habe die Person gefunden, nach der du suchst. Ich rufe dich in 15 Minuten an. Nun, ich bin keine Wohlfahrt. Du musst. Habe ich rausgeklickt? Sorry. Ich bin keine Wohlfahrt. Du musst tun, worüber wir geredet haben. Ich kann nicht. Sicher kannst du das. Ich habe mit deiner Mädel geredet und sie hat eine große Klappe. Wie sich herausstellt, ist sie nicht leicht zu überzeugen. Wir müssen etwas deutlicher werden. Tu ihr nicht weh. Entspann dich, mein bester Mann kümmert sich darum. Wie geht's deiner Tochter? Du weißt, sie hat mich zuerst angegriffen. Oder bring ihr bessere Manieren bei. Oh, das klingt hart nach Kontakt, als ob er Kontakt mit dem Drogendealer hat. Das klingt hart danach. Nichts, ich schätze, du willst das nicht mehr erledigt haben. Ach du Scheiße. James is working with Damon Merrick? Das klingt hart danach, als ob er mit Damon arbeitet. What were they talking about? Und das wahrscheinlich, um sie auszuschalten, um sie. Sarah hat irgendwelche Geheimnisse, die nicht ans Licht kommen sollen. I need to see if Damon knows where Sarah is. But how do I get him to tell me? Ich benutze meinen Namen, entspann dich. Wo ist Zimmer? Jetzt benutzen wir also Namen, entspann dich. Es ist ganz einfach, entweder du tust, was ich will,
Oder dein kleines Problem wird zu einem großen Problem. Hast du dich jetzt um den Beweis gekümmert oder nicht? Shit. What do I say? Oha. Den Beweis verstecken. Also der Staatsanwalt soll Beweise verschmieren, verunzen. Weißt du, ist das alles neu, aber so funktioniert's. Zeigst mir den Beweis, ich gebe dir, was du willst. Hope James actually has this evidence. Don't think Damon will tell me where Sarah is. Unless I send him a picture. James sure keeps lots of files on people. Okay, Computer. Even if James is trying to protect Rachel from her mother, this seems like a pretty terrible way to act. Von SG Gerhard at Gerhard.net an James R. Ember at AKGAOAS. Betreff, es reicht. James, das reicht. Als du mir im Park sagtest, dass du nicht zulassen würdest, dass ich einen Teil von Rachels nehmen werde, war ich selbstverständlich wütend. Aber ich verstehe dein Bedürfnis, sie zu beschützen. Es ist dein Vorrecht als Elternteil. Aber diesen Kerl zu schicken, um mich zur Vernunft zu bringen, du bist dabei, von deinem hohen Ross zu fallen. Wie kann ein Staatsanwalt sich so verhalten? Was würden die Wähler sagen? Ich habe ein Recht, meine Tochter zu treffen. Und den Anwalt, mit dem ich sprach, und der Anwalt, mit dem ich sprach, stimmt mir dazu. Doch viel wichtiger ist, dass Rachel ein Recht hat, zu wissen, wer ihre Mutter ist. Ein Recht, die Wahrheit zu kennen. Du weißt, was das Richtige ist. Also tu es. Looks like a recent email from Rachel's mother to James. Even if James is trying to protect Rachel from her mother, Sheldon. Why do I feel okay. Like I've heard that name before? James has a file on Frank. I'd love to read this. Focus on finding Rachel's mom. Wo finden wir jetzt den Beweis für? Oh, hier. Shit. Which of these is Damon talking about? I could just take a while. Did Damon really shoot someone? Guess I shouldn't be surprised. Klage Nummer 3888. Datum 12.04.2010. Opfer Ellie Forbin. Gesichert von Officer Ernie J. Yates. Beweisbeschreibung 22 Patronenhülsen. Fundort Tumus Sägewerk. Aha, ich sehe zwei Patronenhülsen. Nein. Falsches Foto, würde ich sagen. Warum schickst du mir diesen Müll? Du weißt, wovon ich rede. Nein, wir machen uns verdächtig. Could this be the evidence? Damon and Knives seem like a solid bet. Das Messer vom Sägewerk. Ich denke, das wird sein. If TV has taught me anything, these babies will be swimming in DNA. Thomas Sägewerk. Und alles Hinweise von dem. Wird wahrscheinlich die Patronen. Kriegen hier noch Ärger, wenn wir zu viel Falsches schicken. Was zum Teufel? Ich habe niemanden erschossen. Was versuchst du mir anzuhängen?
Nein. Und versauen uns. Schwarze. Das ist was? Das ist ein Beweis, oder? Ja, und jetzt zerstörst du das Zeug, verdammt nochmal. Dann bist du so schlecht daran. Ich mache mich sofort an die Arbeit. If aha. I can figure out how. Wir sollen den Handschuh zerstören. Maybe I can burn it somehow. Aber wir sollen den noch nicht zerstören, wir behalten den. Jetzt sollten wir einen anderen Handschuh nehmen und den anderen Handschuh verbrennen. Den behalten. Wir machen das doch hoffentlich nicht, oder? Burn in the midnight oil again. Tell